Ja, hallo, ich bin Constanze Weiser, bin Architektin mit Architopen-Netzwerk für nachhaltige Architektur und Baugruppenbegleitung und organisiere den Green Skills-Lehrgang für zukunftsweisendes Leben und nachhaltiges Bauen, beziehungsweise machen wir in dem Kontext jetzt eben auch das Nachhaltigkeitssymposium, das am 15. Februar stattfindet und wozu wir euch ganz herzlich einladen wollen. Das Symposium läuft unter dem Motto: Wie geht Wandel? Also es geht darum, diese Zusammenhänge irgendwie annähernd zu begreifen, damit man dann auch weiß, wo habe ich denn einen Hebel, was macht denn Sinn, auch in meinem Alltag. Natürlich braucht es auch auf politischer Ebene entsprechende Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden sollten, so rasch wie möglich. Aber wir haben einen wahnsinnigen Einfluss, weil wir sind viele. Ja? Und wenn jeder von uns beginnt, da seine eigenen Schritte zu setzen, dann macht das einen Unterschied. Und dafür muss ich aber wissen, wie geht's und was hat welche Auswirkungen. Es ist ein Mehrgewinn, wenn wir uns gesünder ernähren, das braucht man eigentlich niemandem sagen. Aber dass das so viele Folgewirkungen hat, von der Erdregeneration bis ja, zum Bodenaufbau und wirklich also wieder CO2 in die Erde hineinbringen, nämlich auf natürlichem Weg über die Pflanzen, das wissen dann schon wieder weniger Leute. Ja. Das heißt, beim Symposium wollen wir einen Überblick bieten über den Ausschnitt des ökologischen und sozialen Wandels, wo es auch um gemeinschaftsbildende Projekte geht, weil es ganz viel auch damit zu tun hat, wie wir unseren Alltag verbringen, ob wir weiterhin in der Isolation unterwegs sind oder ob wir das uns gemeinsam auf den Weg machen. Man kann sich einfach auch irgendwo einklinken, bei einer Foodcorp mitmachen oder bei einer gemeinschaftlichen Landwirtschaft oder vielleicht Dinge gemeinschaftlicher organisieren oder vielleicht in Zukunft einmal überlegen, ob es nicht doch spannend wäre, zumindest dann für manche, die schon älter sind, im Lebensalter nicht alleine zu bleiben. Oder in der Kinderphase ist es auch ein großes Anliegen von vielen, dass sie sagen, okay, es ist so eine Herausforderung, ein Kind in die Welt zu bringen oder Kinder, das schaffe ich nicht alleine in Bezug auf Arbeiten. Also wie man sich auch hier zusammentun kann, um eine alternative Form der Arbeit auch nachgehen zu können. Ja, die Alternativen sind meistens nicht ganz das Leichteste. Wenn man dazu kommt, das tun zu wollen, was man wirklich, wirklich tun will, das soll nicht so schwer sein, sondern wenn man sich zusammentut, dann geht das schon ganz viel leichter. Und also da auch in Genossenschaft ist ein Modell, das wir herzeigen wollen. Oder auch, es gibt sogar Firmen, die da schon eine ganze Weile Cradle-to-Cradle-Prinzipien verfolgen, Gemeinwohlökonomie leben und ihren Betrieb danach ausrichten. Und diese Beispiele, die wollen wir euch zeigen. Und ihr habt die Chance, da mit den Leuten in Kontakt zu treten, und auch auf der Messe des Wandels ist die Palette dann nochmal viel größer an Projekten, die sichtbar werden. Es gibt am Vormittag zum einen ein Kennenlernen, damit wir überhaupt wissen, wer ist da alle hier. Es sind ganz, ganz viele Akteurinnen des Wandels, die dann am Nachmittag auch ihre Projekte präsentieren werden. Wir werden also versuchen, euch einen Überblick zu geben über dieses Feld des Wandels. Und der Wolfgang Peckney, das ist mehr oder weniger der Begründer von Footprint, also wo es darum geht, was wir für einen Fußabdruck, also sprich, wie viel wir verbrauchen und ob das noch gerecht ist im Vergleich, wenn das alle machen würden, wird uns auch eben einen Impulsvortrag dazu geben, zu dem Thema, wie geht Wandel. Wir werden dann am Nachmittag in den Aspekten Care for the Earth, Care for the People, Care for Society und Care for the Built Environment, also die nachhaltige Architektur, in diesen vier Themenschwerpunkten euch Vertiefungsmöglichkeiten anbieten, wo eben die jeweiligen Akteurinnen ihre Projekte kurz vorstellen und dann in der Vertiefung miteinander und mit euch allen diskutieren und schauen, was bringt das, was kann das, was sind die ganzen Benefits, weil wir machen das ja nur, wenn wir auch wirklich sehen, was wir davon haben und was braucht es vielleicht noch, um es mit noch mehr breiten Wirkung dann für mehr Leute anschlussfähig zu machen. Ist die Messe des Wandels, wo also noch viel mehr Akteurinnen ihre Projekte präsentieren mit
Plakaten, Roll-ups, dass wir auch unser Vernetzen mit unseren Interessensgebieten und also nach Möglichkeit dann mit vielen neuen Ideen aus diesem Tag hinausgehen und mit dieser Inspiration vielleicht schon wirklich Multiplikatorinnen des Wandels werden. Ich freue mich, wenn ihr kommt.